Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode hier auf Porto Santo. Heute soll sich einmal alles um das Wracktauchen drehen. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist das Tauchen mit der Kamera eines meiner Leidenschaften schon seit Jahrzehnten. Hier auf Porto Santo habe ich im Ciprea Tauchclub die Möglichkeit, mit professionellen Tauchern einige Wracktauchgänge zu machen. Auf geht's! Nur etwa 1,5 Seemeilen vor dem Hafen von Porto Santo wurde im Jahre 2000 die Maderense, ein ausgedienter Frachter, als künstliches Riff auf 30 Meter geschickt. 2016 musterte die portugiesische Marine zwei Korvetten aus und ließ eine vor Porto Santo und die andere vor Madeira versenken. Hier bei meinem ersten Tauchgang am Wrack der Korvette Cordeca fällt mir auf, dass der Bewuchs doch recht gering ist. Dafür ist das Wrack aber besonders gut für sichere Tauchgänge vorbereitet worden. Das Schiff wurde von allen Kabeln und Leinen befreit. Auch Materialien, die zu einer Wasserverschmutzung hätten beitragen können, wurden vor der Sprengung entfernt. Die eindrucksvolle Wellenanlage ist noch gut zu erkennen. Hier im Maschinenraum werden die Ausmaße der Maschine deutlich. Man hat die Zylinderköpfe entfernt und die Kolben gezogen. Es herrscht hier im Inneren des Wracks eine besondere Atmosphäre. Nichts Beklemmendes oder Angsteinflößendes stört die unglaubliche Wahrnehmung hier bei meinem ersten Besuch. Das liegt zum einen an der sicheren Führung meiner Tauchguides, Carlos und Umberto, die das Wrack bis in jede Ecke hin kennen. Sondern auch daran, dass ich im Zwielicht des Innenraums stets eine Öffnung nach außen im Blick habe. Zur Wrackvorbereitung gehörte es nämlich auch, dass man ca. 1x1 Meter große Ein- und Ausstiegsöffnungen in den Rumpf geschnitten hat. Die Cordeca liegt nun seit 2016, also 8 Jahre, an ihrem letzten Bestimmungsort. Der Blick aus 30 Meter nach oben zeigt den mächtigen Geräteträger, der auf 14 Meter Wassertiefe den ersten Taucher erwartet. Der Blick auf die Uhr, das Finimeter und den Tiefenmesser zeigt uns auf, dass wir hier nur Gast in einer Welt unter Wasser sein können. Tja, lieber Carlos, das war nun der erste Tauchgang, der war ja ganz schön, aber wo sind denn die Bewohner des Wracks heute gewesen? Carlos beruhigt mich, er grinst und meint nur, wart es doch ab, wir machen ja noch einige Tauchgänge. Am nächsten Morgen. Hier auf Porto Santo liegen wir mit unserer Mola Mola an einer Mooring im großen Vorhafen. Ich fahre mit unserem Dinghy zum Anleger und muss nur ins Schlauchboot zum Tauchen übersteigen. Sehr praktisch. Nach dem Tauchgang wasche ich mein Equipment direkt auf dem Steg mit Süßwasser ab und fahre dann mit dem Dinghy zurück zur Mola Mola. Besser geht's nicht. Ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet, da unten am Wrack der Cordeca. Schon beim Abtauchen kommen uns einige neugierige Drückerfische entgegen. Ich bekomme gleich das Gefühl, die Fisch-Community ist da und will sich heute zeigen.
Was für ein Unterschied zu gestern. Wir erreichen das Oberdeck und sind umgeben von Hunderten von Fischen, die alle neugierig uns zu empfangen scheinen. Trompetenfische sind Meister der Tarnung. Sie stehen oft waagerecht oder senkrecht, bewegungslos über ihrer Beute. Sie ernähren sich von kleineren Fischen, die sie durch blitzartiges Vorschnellen in ihr aufgerissenes Maul einsaugen. Dieses ausgewachsene Exemplar hier misst gut einen Meter. Die absoluten Stars in der Manege sind ohne Zweifel die drei großen Zackenbarsche. Sie erinnern mich mit ihrem Verhalten an Hunde, die ihr Leckerli für wohlwollendes Verhalten einfordern, ohne aggressiv zu wirken. Das kann man nicht von den Drückerfischen oder auch Triggerfisch genannt behaupten. Die recht großen Exemplare zeigen nicht nur neugieriges Verhalten uns gegenüber, sondern probieren auch mal gerne aus, wie denn so ein Taucher wohl schmeckt. Die Attacken kommen teilweise so überraschend, dass ich mich ein paar Mal richtig erschrocken habe. Dieses Verhalten zeigt, dass die Tiere ihr angestammtes Revier tapfer verteidigen. Ich habe diese mutigen Attacken auch schon bei früheren Tauchgängen beobachtet. Deshalb wundert es mich nicht. Hier kommt aber noch dazu, dass wir uns in einem Naturschutzgebiet befinden und die Tiere an die Taucher gewöhnt sind. Der Dusky Grouper, Mero, bis zu 30 Kilo oder mehr kann er wiegen. Der braune Zackenbarsch ist heute durch Überfischung stark gefährdet. Umso schöner, dass hier die Wracks den Tieren Schutz und Sicherheit garantieren. Es ist übrigens interessant, dass es unter Wasser keinerlei Sprachbarrieren gibt. In unserer Gruppe wird Portugiesisch, Englisch oder auch Deutsch gesprochen. Da die Zeichensprache unter Wasser überall gleich ist, gibt es keinerlei Kommunikationsprobleme. Gesten, internationale Zeichen lassen keinerlei Missverständnisse aufkommen. Jetzt sind wir wieder im mittleren Bereich des Wracks und wollen durch den mächtigen Schornstein hinab in den Maschinenraum tauchen. Es geht über 12 Meter hinab in den großen Maschinenraum, den ich euch anfangs bereits gezeigt habe. Und, Überraschung, unsere Zackenbarsche sind schon da, als ob sie es geahnt hätten, dass wir kommen. Thank you.
Tauchgang wie dieser, der eine maximale Tiefe von ca. 30 Meter erreicht, ist zeitlich nicht nur durch den Luftvorrat begrenzt, sondern auch durch die Stickstoffsättigung im Blut des Tauchers. Im Teil 2 dieses Films werde ich einmal genauer auf die Besonderheiten beim Gerätetauchen eingehen und werde euch zeigen, dass das Tauchen mit Pressluft überhaupt kein Hexenwerk ist. Klar ist aber auch, dass man sich an gewisse physikalische Regeln halten muss, um sicher ab, aber auch wieder auftauchen zu können. Bei unserem 30-Meter-Tauchgang haben wir etwa 15 Minuten Zeit, uns dort unten sicher aufzuhalten. Dann beginnt der langsame, kontrollierte Aufstieg. Langsam, erfüllt von den unglaublichen Eindrücken am Wrack der Condeca, steigen wir zusammen auf. Die Gruppe kontrolliert genau die Geschwindigkeit und wir machen einen grundsätzlichen Sicherheitsstopp auf einer Tiefe von 5 bis 6 Metern. Als der letzte Drückerfisch uns wieder verlässt, gehen wir alle gemeinsam an Bord des Tauchbootes zurück. Vielleicht konnte ich euch heute einmal etwas näher an die Unterwasserwelt heranführen. Normalerweise ist der Segler ja glücklich, auf dem Wasser zu sein. Wir sollten uns aber auch ein Bild davon machen, was unter unserem Kiel so abgeht. Die Geheimnisse der Unterwasserwelt sind so weitreichend, so vielfältig und halten so viele Abenteuer für uns bereit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Gebt uns einen Daumen hoch und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Müller-Müller.